Wunderschönen guten Abend auch von mir. Unsere Gäste wurden schon vorgestellt. Drei wunderbare Kulturmittler zwischen Deutschland und Georgien oder Deutschland und dem Kaukasus und uns und Givi Magvelashvili heute Abend. Gogli Mogli ist mit Zucker angerührtes Eigelb, das die kleinen Wichte zu essen bekommen, damit sie groß und stark werden. Es ist auch die Zeit der kleinen Wichte, die noch kaum angebrochen in ihrem Dotter schwimmt. Und es ist der Anfang aller wichtigen Geschichten, die ein Häuschen und eine Wartburg zum Gegenstand haben. Um daher diese Geschichten richtig beurteilen und erzählen zu können, muss man vor allem ihr Gogli Mogli untersuchen. So fängt das Buch Captain Vakush an. Dein Film, Kerstin, heißt Captain Vakush. Wie schwer war es für dich? Kapitän Vakush, wie schwer war es für dich, Givis Gogli Mogli zu untersuchen? Also, funktioniert das Mikro? Ja, hallo. Also, erstmal freut mich, dass der Saal so voll ist und dass Sie alle da geblieben sind. Also, das ist wirklich das erste Mal, dass der auf Leinwand gezeigt wird. Und ich fand es war ein langer Weg, sozusagen mich Givi Magvelashvili anzunähern. Und eigentlich hat er mich erst als Person gepackt, weil ich ihn sehr faszinierend fand mit seinem Humor und mit seiner großen inneren Freiheit. Und und dann habe ich angefangen zu lesen. und irgendwann habe ich den Film gemacht. 34 Minuten auf den Spuren von Kapitän Vakush. Ich finde, du bist unheimlich dicht an ihn rangekommen. Er war auch nicht sperrig. Er hat sich bereitwillig dann geöffnet, oder? Weil die Texte sind ja alles andere als leicht zu lesen. Man muss sich sehr reinfinden. Man muss ganz viel übersetzen. Für sich, irgendwann lernt man ein bisschen die Sprache, dann wird es leichter. Wie war es im persönlichen Gespräch? War er leicht zu? Er hat sich ja sehr offen gezeigt, finde ich, in dem Gespräch mit dir. Ja, also ich habe natürlich davon profitiert, dass Ecke unser Mittler war. Also bei der ersten Reise 2017 hat Ecke uns sozusagen näher bekannt gemacht und Givi sagte sofort, ich habe gar keine Zeit für einen Film und so. Er hat sich halt natürlich dafür interessiert, dass er schreibt, dass er die Zeit, die er noch hat, wirklich vollkommen ausschöpft, um weiter zu schreiben. Und wenn Film, dann wollte er natürlich gerne selber sagen, sozusagen, was gefilmt werden soll und dass es vor allen Dingen um Literatur geht und um seine Philosophie und nicht so sehr um seine Person. Und mich hat aber auch seine Person eben sehr interessiert, beides. Und da, habe ich davon profitiert, dass er dann einfach mich weiter nicht bemerkt hat, so ungefähr. Und aber natürlich auch seiner charmanten Art dann doch ein paar Fragen beantwortet hat. Ecke hat mich gleich vorhin gewarnt und hat gesagt, wir dürfen nicht groß über das Leben von Givi sprechen, er will über seine Literatur gesprochen wissen. Die Kapitän Vakush bietet uns da ja ein bisschen eine Brücke. Ja? Kapitän Vakush ist ein Buchmensch, ist bisschen Givi wahrscheinlich auch, oder eine ganze Menge Givi da drin. Ich kannte ihn ja, das ist auch ein bisschen, passt dazu, von irgendwoher kommt ein bisschen Swing dazu. gut, lassen wir die Musik laufen. Ecke, aber was ich der Givi nur ein bisschen gekannt hat, aber längere Zeit in Georgien war, was mich schon biografisch und literarisch interessiert, weil es für mich ein ganz großes Loch ist, ist diese Zeit von Givi, 40 Jahre im kolchosischen Kolchidien, ja, im sowjetischen Georgien.
Wie und wovon hat Givi in dieser Zeit, die er selbst im Film gesagt hat, ich war ja Emigrant hier, zwangsemigriert nach Georgien, ein Vogel nicht von hier. Wie hat er davon gelebt und wovon hat er gelebt in den 40 Jahren? Du hast ihn 88 kennengelernt, hast du gesagt. Ich habe ihn schon früher kennengelernt, also schon 1982. Also das war bei meinen ersten Reisen nach Georgien. Aber dazu ist gar nicht viel zu sagen. Ich meine, Georgien war ein Land, eine Sowjetrepublik, in der es weit mehr Möglichkeiten gab als in den anderen Sowjetrepubliken. Und Givi konnte trotz dieser Vergangenheit, trotz dieser Emigrationsgeschichte, die er auf dem Buckel hatte, mit Hilfe georgischer Freunde, Verwandte dort studieren und hat dann 10 Jahre als Deutsch- und Englischlehrer gearbeitet, bis er an die Akademie der Wissenschaften in das Philosophische Institut berufen wurde. Und diese Arbeit war so genial in Georgien, da musste man nur einmal in der Woche mal für eine Stunde hingehen und sagen, hallo, ich lebe noch, ich arbeite noch. Aber man musste jedes Jahr eine größere philosophische Arbeit abgeben. Und so ist in diesen 10 Jahren, in denen Givi an diesem Philosophischen Institut der Akademie der Wissenschaften Georgiens gearbeitet, gelebt hat, ein immenses Werk Philosophie entstanden. 5 solche dicken Bücher, die noch gar nicht erschlossen sind. Und er war ein Philosoph, der sich mit der deutschen Phänomenologie beschäftigt hat, mit Heidegger, Husserl, Hartmann. Und ich habe viele, viele spannende Gespräche mit ihm geführt, auch über Heidegger, über das Problem, dass jemand in der Nazizeit doch vielleicht eine falsche Position hatte und ja, das immer weggewischt, dass er Philosoph war. Das war viel wichtiger, was er dort gesagt hat. Und Heideggers Buch Sein und Zeit, das er in Georgien irgendwann in die Finger bekommen hatte, das war für ihn eine Art Offenbarung, eine Art Bibel zu begreifen. Man wird hineingeworfen in ein Sein. In Givis Sprache nennt er es dann in einen Ontotext, in einen Seinstext, mit dem man dann leben muss. Und so war er als Emigrant hineingeworfen in Berlin, in die Nazizeit. Und so wurde er dann, nachdem er nach Georgien entführt wurde, hineingeworfen in das stalinistische Sowjet-Georgien. Auch ein Ontotext, der dem anderen ja fast glicht. Aber viel interessanter ist, was er dann literarisch damit gemacht hat. Er vergleicht nämlich dieses Leben unter einer Ideologie mit dem Leben der Buchpersonen. Und sein ganzes Schreiben ist eine textliche oder philosophische Verallgemeinerung dieses Hineingeworfenseins in einen Ontotext, was er verlagert in die Bücher. Und deswegen sind seine Bücher auch nicht so ganz so leicht zu lesen. Man muss sich auf dieses Spiel einlassen. Man muss begreifen, dass sein Erforschen des Lebens der Buchpersonen und ihre Auflehnung gegen den Text, in dem sie stehen, in ihrem Buch, dass das eigentlich sein eigenes Leben ist. Die Auflehnung gegen diesen Ontotext oder gegen diesen ideologischen Text, in den er hineingeworfen wurde. Und sein ganzes Schreiben ist eine Auflehnung gegen diesen Text. Und wenn man das mitkriegt, auch bei diesen kleinen, manchmal auch sehr lustig zu lesenden Verarbeitungen klassischer Gedichte, wo die Buchpersonen sich gegen dieses Sujet oder gegen den Text auflehnen, dann ist das eigentlich alles sein eigenes Leben. Und ich kann das nur empfehlen, sich darauf einzulassen, immer hineinzugehen, dann hat man ganz viel Spaß. Aber man muss ein bisschen Fantasie aufbringen, denn alles lebt, das Ganze, was er geschrieben hat, von der Fantasie des Lesers. Der muss sich das Buch in die unendlich weit vorstellbaren Hintergrundwelten vorstellen können und sich dort Handlungen vorstellen können, die der Autor gar nicht beschrieben hat. So, jetzt gebe ich es aber zurück, damit ich ja nicht einen Vortrag halte. Das könnte ich natürlich sofort hier. Aber ich gebe dir gerne recht, allein dieses Googli-Mogli, ja, steht für alle möglichen Geschichten. Es beginnt damit, diese fürchterliche Kraftnahrung zu sein, die Kindern eingetrichtert wird, Eigelb mit Zucker, ganz schrecklich. Gleichzeitig ist es dann dicke, verdickte Zeit,
Brei, süßer Brei. Und dann gibt es eben Gugli Mugli 27, das ist er selbst oder seine Zeit. Dann die 37, das ist stalinistische Terror und im Nationalsozialismus. 47, Tod des Vaters und Rückemigration. Und die gehen dann wild durcheinander. Ja? Und man weiß nie genau, ist es der Brei jetzt und man will nicht mehr eingetrichtert bekommen davon, das ist viel zu viel und dann ist es wieder tanzender Gugli-Mugli plötzlich, dann ist es die Person. Also es ist sehr, sehr fantasievoll, ja, und sehr voller Dimension. Trotzdem nochmal zurück zu Sowjetgeorgien. Du hast ja ganz viele Reisen unternommen und wirkte zumindest immer so auf mich, das ganze intellektuelle, fantasievolle, künstlerische Georgien dieser Zeit kennengelernt. Ja. Parantschanow als Stichwort. War Givi in irgendeiner Form in Verbindung mit dieser Szene? War er bekannt? War er Teil davon? Oder blieb er da ganz draußen? Wir haben ja Bilder gesehen von einem schwungvollen, charmanten Givi da mit 40, 50 Jahren. Wirkte ja jetzt nicht nur depressiv. Na, Givi hat überhaupt nicht depressiv gelebt. Er hat auch sehr gerne gegessen und getrunken. Und wenn ich bei reichen Georgern mal eingeladen war zu festlichen Gelagen, weil die wollten von mir mal Einladungen haben mit die DDR, damit sie ja einkaufen können. Also die DDR war immer für die Georger das, was für uns der Westen war. Und dann habe ich danach immer etliches eingepackt und zu dem Givi gebracht. Und dann haben wir dann zusammengetafelt. Also Givi lebt eines Teils wie ein echter Autor, ganz zurückgezogen in seiner inneren Emigration, das heißt in seinem Schaffen dort, in seinem Schreiben. Gleichzeitig hatte er aber ganz viele Verbindungen zu der georgischen Gesellschaft. Er hatte viele Freunde und besonders also auch in diesem Bereich, also der Wissenschaft, es waren Physiker und Mathematiker und ich habe etliche Freunde von ihm kennengelernt. Das heißt, er war durchaus auch eingebunden in die georgische Gesellschaft. Salvan, hast du von Givi erfahren, in Georgien oder in Deutschland? Ich denke, das war schon in Deutschland irgendwie. Und dann, Georgien ist ja, wer weiß, kleiner, also die Welt ist kleiner, aber Georgien ist immer noch kleiner. Und Givis Tochter war mit mir in einer Schule und dadurch kam natürlich auch die Verbindung zu Givi. Aber gelesen habe ich ihn tatsächlich erst in den 90er Jahren in Saarbrücken. Und ja, redete von diesem Georgier, der auf Deutsch schreibt und erstaunlicherweise gibt es so eine merkwürdige Tradition der deutsch schreibenden georgischen Autoren. Also Grigol Robakidze, vielleicht der Älteste, und dann Givi in der Mitte, dann später kamen die noch relativ viele dazu. Und die ersten Sachen, die ich gelesen habe, waren tatsächlich die auch Ecke genannt hat. Ne? Das sind so diese Kurzerzählungen. Der Band hieß Ungeworfener Handschuh und darin verändert Givi die Sujets. Also er korrigiert die Sujets, er greift dort ein und korrigiert das Geschehen, wie zum Beispiel das Handschuh von Schiller, der fällt nicht. Das fand ich damals sehr sympathisch und bin dann später so reingekommen, so allmählich in die Givis Welt. Und das ist, wie Ecke auch sagte, gar nicht so einfach. Und es gibt ein paar Übersetzungen von Givi, aber wenig. In Georgien kennt man ihn kaum, oder? Heute? Man kennt ihn, auf jeden Fall, man kennt ihn. Also es gibt ja auch, im Film wurde ja auch gezeigt, die Übersetzung vom ersten Band, auf jeden Fall von Kapitän Vakush. Darf auch ruhig Captain sagen, weil bei Givi ist das immer so also man kann die Sprachen nicht so einfach auseinanderhalten. Und Muzal ist übersetzt. Muzal geht zurück auf Vajab Chavelas Gast und Wirt. Und man kennt eben Givi vielleicht mehr vom Namen als vom Lesen. Es hängt auch damit zusammen, dass Givi erstens sehr schwer zu lesen ist. Das wurde ja auch gesagt, heute aber auch noch viel schwerer zu übersetzen. Das hängt auch damit zusammen, dass Givi zwar
auf Deutsch schreibt, das ist zwar deutsche Sprache, aber die Sprache selbst ist sehr vielschichtig. Also man, neben der deutschen Sprache, in der Givi schreibt, gibt es auch Givi-Sprache, das Gogli-Mogli und so. Und neben diesem Gogli-Mogli gibt es eine ganze Reihe von Wörtern, Mama Sachlisi, eben Specchio und so weiter steht. Und diese Wörter muss man irgendwie erst lernen, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Also Givis Geheimsprache innerhalb der deutschen Sprache. Und mit dieser Sprache passieren auch sehr merkwürdige Dinge. Es gibt zum Beispiel in Wakusch so eine Szene, wo der Vater schimpft auf Deutsch mit dem Sohn, weil der Sohn irgendwas verbrochen hat. Und allmählich zerbröselt sein Deutsch. Also er fängt auf Deutsch an und dann seine Sprache verschwindet irgendwann. Und es ist halb Deutsch, halb Georgisch, halb irgendwas. Und wird dann plötzlich zu einem Geschrei. Also es ist nur der Schimpf als reine Form. Ne? Und die andere Seite dieser Sprache ist die Sprache der Musik. Ne? Also die Sprache wird dann irgendwann mal zur Musik und die Musik, also Jazz, ist ja auch irgendeine Sprache. Und deswegen ist Givi sozusagen ein Autor des Textes in mehreren Sprachen oder in keiner Sprache oder in einer Sprache der Weltliteratur. Und diese Sprache ist extrem schwierig einzufangen für jeden, der wagt, in eine andere Sprache zu übersetzen. Die Szene mit dem Vater, die finde ich besonders rührend, weil das in beide Richtungen unverständlich wird. Einmal, wenn er schimpft und ihm auf Deutsch einfach die Worte fehlen, um genug zu schimpfen, aber dann wird er auch ganz zärtlich. Aber Givi versteht ihn auch nicht mehr, was er da Zärtliches zu ihm sagt. Also es ist eine rührende Szene. Vielleicht, ich würde gleich gerne ins Publikum öffnen für Ihre Fragen oder Ideen, die Sie zu Givi haben. Viele von Ihnen haben Givi Margvelasvili gekannt, sind mit Ecke gut bekannt. Das heißt, wir können das hier gerne auch ein bisschen als Salongespräch machen. Ich habe noch nochmal die Frage zu Givi in Deutschland, als er zurückkam. Er sagt es ja, er ist eigentlich in Georgien Emigrant gewesen, die ganze Zeit nie richtig angekommen. Er schildert es auch sprachlich immer mal wieder. Ist er in Deutschland dann wieder angekommen, als er, wann war das, 93, also 88 das erste Mal, und dann kam er zurück, hat bei dir gewohnt, hat dann später im Wedding, glaube ich, gewohnt. Ist er hier wieder angekommen? Hat er sich zu Hause gefühlt oder blieb das Emigrantendasein bestimmend für ihn? Also einmal Emigrant bedeutet immer Emigrant. Und Givi saß immer zwischen den Stühlen, und das hat man bis in die letzten Jahre auch gespürt, als es jetzt Förderungen zu beantragen gab. Da konnte er die Förderungen nicht bekommen, weil er ja kein wirklicher georgischer Autor war, jetzt bei der Buchmesse 2018, als Georgien Gastland war. Da konnte man nur georgische Literatur fördern, dazu gehörte er nicht. Aber Deutschliteratur war ja auch nicht richtig, weil er ja nun Georgier war. Er saß immer zwischen den Stühlen und blieb auch in Berlin ein Autor, der zurückgezogen lebte und geschrieben hat, wie vielleicht jeder Autor auf der Welt auch, aber eben immer mit diesem Thema Emigration und mit diesem Thema, das ein Lebensthema für mich war, dieses Ausgeliefertsein totalitären Machtstrukturen, wie in der Nazizeit und wie in Georgien. Und das hat ihn immer beschäftigt, dieser tödliche Text, der dem polythematisch, also vielschichtig angelegten menschlichen Bewusstsein ein Ontothema, ein Thema sozusagen aufzwingen will. Und natürlich wehrt sich dieses polythematisch angelegte Bewusstsein dagegen. Und das alles macht er nun spielerisch in den Buchen. Wir haben das mit dem Handschuh angedeutet. Es ist so, dass die Buchperson kann sich aus dem Text ihres Buches, ihres Gedichtes, ihres Romans befreien, mithilfe der Fantasie des Lesers. Und dann kann ein Gedicht dann einfach anders enden, als im Text beschrieben ist. Es gibt den großen Roman von ihm über die Rettung der Kinder in Bethlehem. Wir haben ja bald Weihnachten. Das heißt, das böse Kapitel, der Kindermord in Bethlehem, das hat ihn wirklich auch immer beschäftigt, weil ja das Blut dieser unschuldigen Kinder irgendwie doch auch an dem Heiland klebt. Und dann schickt er also 12 Leute durch das Tote Meer in die
Schichten in diese Buchwelt der Bibel hinein und die müssen dann dort diesen Mord in Bethlehem verhindern. Ein großer Roman, 3 Bände und schließlich, ich kann nicht alles vorwegnehmen, gelingt dann auch die Rettung der Kinder. Die werden dann heimlich nachts aus dem Matthäus-Evangelium, wo der Mord erzählt wird, in das Lukas-Evangelium gebracht, wo der Mord nicht geschildert ist, also sind sie damit gerettet. Divis ganze Literatur ist also auch voller spritzigem Humor. Und wenn man ein Buch aufschlägt und nur die Kapitelüberschriften liest, dann weiß man schon, es ist unglaublich verrückt und spannend und auch einmalig. Und ich bin davon überzeugt, man wird sich noch einige Zeit also mit seinen Büchern beschäftigen. Ich will vielleicht noch ein Buch hier, wenn wir die Zeit haben, was ich jetzt in letzter Zeit besonders lustig fand, das ist Die Medea aus Kolchis, also aus Georgien, in Kolchos. Das ist die Sowjetunion. Das ist also eine Plastik am Schwarzen Meer. Und weil Givis Bücher, die sind ja noch nicht mal ein Viertel, ist man gerade verlegt. Ich habe ganze Berge von Manuskripte zu Hause, die ich jetzt alle lesen muss und Inhaltsangaben machen muss. Weil die Bücher nicht gelesen werden, leiden die Buchpersonen an der Lese-Lebensschwindsucht. Das heißt, sie leben ja nur, wenn sie gelesen werden, wenn jemand, ein Leser, sie mit seiner Fantasie sich vorstellt. Und damit sie nun nicht so ganz abnippeln dort in seinen Büchern, erfindet der Autor einen künstlichen Leser, der eigentlich in dem Sujet gar nichts zu suchen hat, im Kapitän Vakusch. Es geht hauptsächlich auch um Kapitän Vakusch. Und dieser künstliche Leser, der soll dann die Buchpersonen, die so kränkeln, ein bisschen lesen, damit sie noch weiter im Buch leben. Ja, jetzt merkt aber dieser alter Ego, also der literarische Vakusch, dass dieser künstliche Leser plötzlich etwas macht, was gar nicht in dem Text beschrieben ist. Der macht sozusagen etwas Antithematisches und er will den schon zur Rechenschaft ziehen. Und was macht denn der eigentlich? Und er denkt sich nämlich einen fliegenden, eine Art Staubsauger. Davon handelt diese Erzählung hier, die jetzt gerade erschienen ist, in Sinn und Form. Der Polypolissos heißt der, ne? Polymat Polissos, der fliegt um diese Plastik der Medea am Schwarzen Meer und er sagt dir, du bist gar nicht so schrecklich, wie die Griechen dich beschrieben haben. Du bist eigentlich eine ganz liebevolle Person und lies mal das Buch von Christa Wolf, da wirst du dich viel besser verstehen und das freut sie so sehr und sie tanzt eine Lisginke auf ihrem Sockel, die Kinder springen ins Meer. Und der alter Ego, der Vakusch, ist entsetzt, was dieser künstliche Leser da macht. Und wie das so weitergeht, das empfehle ich Ihnen alles mit diesem Buch, Die Medea von Kolchis sind in Kolchis. Nur so, um ein Beispiel zu erzählen. Man könnte ja einen ganzen Vortrag jetzt halten über Givis Bücher. Wie gesagt, ich empfehle Ihnen, das ist gerade im November jetzt erschienen. Da ist auch ein neuer Text von Givi drinne, der vorher noch nicht veröffentlicht war. Lieber Ecke, du bist in diesem Jahr 70 geworden, wozu ich dir nochmal nachträglich hier öffentlich ganz herzlich gratulieren will. Du musst mindestens so alt werden wie Givi, ja, um diese ganzen Bücher noch zu publizieren, zu lesen, zu publizieren. Da ist noch sehr viel Arbeit drin. Wie viele Bücher sind es denn? Von Givi? Die da noch warten. Na, bergeweise von Manuskripten, also mindestens noch 15 große Romane. Also die noch gar nicht veröffentlicht und noch gar nicht gelesen ist. Jeder hat so ungefähr 600 Seiten. Also da ist noch viel zu heben. Und sie handeln aber alles von demselben. Also alle Bücher von Givi erforschen eigentlich das Leben der Buchpersonen. Immer wieder neue Varianten denkt er sich aus. Und das verrückteste Buch ist dieser Kapitän Muzal, ist dieser Muzal-Roman. Das ist so, ich habe jetzt den zweiten Band gelesen, mit dem man eigentlich auch den ersten erst richtig versteht. Denn das ganze Sujet dieses Buches spielt sich ab in den Unterbewusstseinsschichten eines Lesers. Und weil dieser Leser in dieser Diktatur lebt und gar nicht wagt, also diese freiheitlichen Gedanken
dieser Art irgendwie nach außen dringen zu lassen, versteckt er sie sozusagen in den untersten Schichten seines Bewusstseins und da spielt sich dann diese ganze Handlung ab. Er stellt sich zum Beispiel ein freies Georgien vor, ein freies Tiflis, also wo die Restaurants sind und die Westautos fahren und die schönsten neuen Häuser sind und so, wie wir das jetzt in New York uns vorstellen oder in West-Berlin. Das war damals von ihm, als er das schrieb. In den 70er Jahren, natürlich ungeheuerlich. Und das ist aber alles ausgedacht in den untersten Schichten dieses Lesers. Und die beiden Buchpersonen, Muzal und sein Gegenspieler, Aluda Ketelauri, die in Muzal die Hauptfiguren sind und die er seinem Buch erforschen und dann am Schluss des ersten Bandes auf einem Gedankenstrahl des Lesers in den Leserkopf hineingelangen und an den Bewusstseinsstromufern spazieren gehen und dort alles sehen und erleben, was dieser Leser sich vorstellt, dann gelangen sie dann in diese unteren Schichten dieses Bewusstseins, dieses Neugeorgien. Es ist so verrückt, was da zu lesen ist, kann ich Ihnen nur empfehlen. Ich kann das jetzt nur andeuten, sonst müsste ich hier einen ganz langen Vortrag halten. Aber nochmal, Kerstin, ich möchte dir sehr danken für diesen Film. Ich war unheimlich berührt, meinen alten Givi so nah wieder zu sehen. Und ich fand, das ist ein sehr, sehr schöner Film geworden. Ich muss dir wirklich danken, ja. Danke. War beim Vielleicht gibt es Anmerkungen, Fragen zum Film, zu Givi, zu Georgien von Ihnen. Hat jemand? Tiefes Schweigen. Ja? Also, da ich mal wieder Georgien gelebt habe, Herr Kaufmann, wieder. Guten Abend, Herr Baas. Würde ich nochmal irgendwie die nicht berührende und für mich nicht lösbare Frage so ansprechen, wie Georgien denn sich eigentlich zu Givi verhalten hat und wie Givi diese etwas freudig-seligen Seiten der Georgier aufgenommen hat. Also neben der Diktatur, die Georgien auch mit viel Verstellkunst durchgemacht hat, wie Haratischvili und so weiter, und also sehr viel Doppelleben und so weiter, war ja auch da so etwas von Lebensfreude. Und ich war so ein bisschen erschüttert fast, als du sagtest, Ecke, dass er irgendwie, oder war das in dem Film, sagte, also er kann mit Georgien eigentlich gar nichts anfangen, was das eigentlich soll, dieses Land. Also, kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Du kennst ihn ja. Sahal vielleicht auch, und Kirsten, wie ihr es erlebt habt, weil mir ging das ein bisschen ähnlich, ja, dass ich gedacht habe, wie hat der dort gelebt? Ja, du hast gesagt, eigentlich hat er schon auch ganz gut gelebt und war irgendwie integriert, aber er war. Und hast du noch Äußerungen von Givi in Erinnerung zum Georgien heute, in den letzten Jahren, was er erlebt hat, was er noch aufgenommen hat? Also, ich habe ihn ja eigentlich nur zweimal, also einmal 2017 und 2019 getroffen für ein paar Tage jeweils. Und meiner Meinung nach hat er sich nur am Rande eigentlich für Georgien interessiert. Also er hat natürlich schon auch über Politik diskutiert, aber mit mir, weil es bei meinem Film halt eher um sein Werk ging und um seine Biografie, haben wir da nicht viel drüber gesprochen. Also er war nur, was ich weiß, aber da könnt ihr bestimmt mehr zu sagen, dass er eben sehr enttäuscht war von der Entwicklung von Georgien. Ja, er hat sich irgendwie kaum politisch geäußert, aber es gibt einen Punkt auf jeden Fall, den ich auch gerne ansprechen möchte, auch im Zusammenhang mit dem Film. Givi war natürlich, und das merkt man auch, und es ist auch in den Filmen zu sehen, das hat auch Ecke betont und auch Sie, Herr Bass, er war ein sehr lustiger Mensch, also nicht nur ein Mensch mit einem sehr feinen Sinn für Humor, sondern auch auf seine Weise sehr aktiv, ne? Und vielleicht ist Kapitän Wakusch in dieser Hinsicht für ein bisschen anderer Roman, ja? Also es ist nicht nur sozusagen die ontotextuelle Seite, also nicht nur Text hat das Sein, sondern auch Sein ist irgendwie textuell verfasst. Und dieser Roman ist einerseits
einer der wenigen Romane, die eine Kindheit in Nazi-Deutschland beschreiben. Es gibt nicht so viele von der Sorte. Und zweitens ist das auf eine Art und Weise, und das ist sehr erstaunlich, ein Widerstandsroman. Ne? Also die Kinder, auch der Wachusch, der kleine, der Wuschti, die wollen eigentlich zum Widerstand, und aber kommen plötzlich zu diesem Tullio Mobili, also dem Jazzman, dem Italiener. Und der Jazz ist aber auch die Form des Widerstands in gewisser Art und Weise. Ne? Das ist auch sozusagen so etwas Aktives, wo die Kunst auch tanzt, ne? Also eine Minimalform des Widerstands ist vielleicht auch gegen das Regime. Ne? Also es ist nicht nur sozusagen dieses, also es gibt einen Weg, um mit Adorno zu sagen, eines richtigen Lebens im Falschen, und das ist so ein bisschen im Vakusch. Das ist, also man kann nur im Falschen richtig leben, wenn man Kind ist oder wie ein Kind sich verhält, also im Spielen, im Jazz irgendwie, also diese Art und Weise der Resistance, ja, also des Widerstands gegen das Regime, und das macht dieses Buch eigentlich großartig, ja. Also trotz dieser anfänglichen Schwierigkeit ist es ein Buch, wenn Sie das nicht gelesen haben, würde ich auf wärmste empfehlen, auf jeden Fall den ersten Band, weil es ist ein, also es ist auch ein Lehrstück, ja. Also es erzieht auch so ein bisschen mit und lässt nachdenken, wie man, es ist auch ein sehr, sehr moralisches oder auch ein sehr moralisches oder ethisches Buch auch. Ne? Und diese Seite von Givi, ne, also diese lustige, tanzende Seite, die ist auch in anderen Romanen natürlich auch zu spüren, aber vielleicht am stärksten in diesem ersten Band von Vakusch, also noch vor dem Sachsenhäuschen sozusagen, also noch vor der Verschleppung in den Ostsektor. Ja, und die späteren sind dann auch wieder gezeichnet von diesem Trauma, aber das ist noch sehr, sehr anders, ja, in der Hinsicht. Und, aber die Seite, die ist auch später immer zu spüren. Auch in späteren Büchern und auch in seinem Leben. Die schlägt immer durch und das merkt man. Ne? Also plötzlich kommt so ein Funke und er lacht und ist ein sehr, sehr fröhlicher Mensch. Und man sieht auch, dass er gerne irgendwie auch feiert. Und vielleicht noch eine Verbindung zur georgischen Gesellschaft in Sinn und Form sind seine und Merab Mamardaschwilis Aufsätze zusammen erschienen. Ist auch ein sehr bedeutender Philosoph, georgischer Philosoph gewesen, mit dem Givi Magyarashvili auch sind befreundet, ist vielleicht zu viel gesagt, aber einen sehr, sehr guten Kontakt hatte. Also es gab schon innerhalb dieser Zurückgezogenheit auch durchaus soziale Kontakte und intellektuelle Kontakte. Die gab es auf jeden Fall. Aber ich möchte noch betonen, dass Givi sich durchaus auch sehr, also für die Politik interessiert hat. Bis in die letzten Jahre hat er die georgische Politik verfolgt. Am Fernseher hat immer die Nachrichten gehört, er hat immer verfolgt, was entwickelt sich. Aber der springende Punkt, also der Zusammenbruch des kommunistischen Systems, das war natürlich ein Thema, was ihn auch beschäftigt hat in seinen Tagebuchaufzeichnungen. Ich hoffe, dass die irgendwann mal erscheinen. Also die sind hochinteressant, weil er den Zusammenbruch der Sowjetunion und des kommunistischen Regimes natürlich auch versteht als das Ende eines Textes. Und das beschreibt er in diesem textologischen Tagebuch, was wir gefunden haben in seinen Werken. Es ist so, dass ich wenige Wochen vor seinem Tod, den er nochmal besucht hatte. Und da war er schon so ein kleines bisschen auch vom Alter gezeichnet. Der Film zeigt ihn hier mit 90 Jahren. Ich habe ihn besucht, da war er dann schon kurz vor dem Ende. Und an den ersten beiden Tagen konnte ich ihm noch eine philosophische Arbeit vorlesen. Die hat er noch verfolgt. Und am dritten Tag wollte ich ihm wieder was vorlesen. Er sagte, ach, es ist genug. Und dann fragte ich ihn, guckst du eigentlich manchmal noch in deine Texte? Ich hatte ihm ja so einen großen Bildschirm besorgt, da war im Film ja auch zu sehen, dass er seine Schrift vergrößern kann. Und er sagt, ja nein, das ist, mein Werk ist vollendet, ich habe alles geschrieben, alles gemacht, was ich wollte. Und zeigte auf die Kiste, wo die Manuskripte lagen, sage, das überlasse ich jetzt alles dir. Und ich habe mir dann diese ganzen Werke auf einen Stick gezogen und zu Hause in Berlin gesehen, an der großen Schrift, an welchen Texten er bis zuletzt gearbeitet hat. Das ist
unheimlich spannend dann zu sehen. Und wie gesagt, einer dieser späteren Texte, ich glaube, es ist einer der letzten, der handelt auch davon, was mit dem Tod eines Verfassers, also mit der Seele eines Verfassers nach ihrem Tode passiert. Und das haben wir in diesem kleinen Heftchen der Berliner Georgischen Gesellschaft veröffentlicht. Das empfehle ich allen zu lesen. Das ist eine höchst lustige Vorstellung, denn diese Seele eines Autors, die wird dazu verurteilt, in den Büchern, die der Verfasser geschrieben hat, weiterzuleben. Und wenn der Autor ein Langweiliger war und nur wenig geschrieben hatte, dann muss er immer denselben Text lesen, bis es ihm über wird. Wenn es aber ein Autor ist, der viel und fantasievoll geschrieben hat, da hat er schon ein bisschen mehr zu lesen. Aber immer sucht er in jedem Text die Stellen, wo die Buchperson oder die Person, die da handelt, einen Freiraum hat, wo sie nicht beschrieben ist, wo plötzlich ein Absatz ist, wo eine leere Seite ist und wo sie plötzlich ausbüchsen kann. Und das passiert dann auch dieser Seele, die ja auch eine literarische Figur ist, dass sie dann plötzlich herauskommt aus dem Sujet und in eine Landschaft, die gar nicht in den Büchern beschrieben war. Und sie findet dort Dinge vor, wo er sagte, sowas hätte ich ja niemals geschrieben. Was ist denn das? Und jedenfalls, er beschreibt das Leben, also der Seele eines Verfassers nach ihrem real leiblichen Tode. Und das halte ich für eine seiner letzten Texte. Also politisch war er schon und mit der Gesellschaft verbunden in Georgien war Givi Magvelashvili auch, aber eben doch auch sehr, sehr zurückgezogen. Mit diesen oberflächlichen Festivitäten, da konnte er weniger anfangen, aber mit Intellektuellen hat er enge Verbindungen und mit dem Merab war er eng befreundet. Ich war in mehreren Abenden zusammen an Tischen, wo auch der Merab Mamardaschvili zu Gast war. Und denn das war schon eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit auch. Ja, und ich wollte auch noch sagen, also bei dem Film geht es ja jetzt hauptsächlich um diesen Roman Kapitän Vakusch, der ja in vielen Bänden existiert und der ist so ein ganzer Kosmos, wo einfach auch später immer noch Kommentare entstanden sind und es gibt dann diese Vakusche aus den verschiedenen Bänden zu verschiedenen Zeiten, die dann sich gegenseitig treffen und so weiter. Also es ist so eine ganze Welt und wo eben die Zeitebenen auch so ganz sich verschachteln. Und ich wollte eigentlich noch mehr drehen und dann war das ja so, im März ist er ja gestorben und das war dann auch für mich dann so, also mit Corona zusammen sozusagen so ein Startschuss, dass ich jetzt wirklich versuche, diesen Film zu machen. Und dann, da war natürlich die Frage, wo ich Bilder noch herbekomme. Ne? Und das sind halt Bilder, also Archivmaterialien aus den beiden Filmen, die 1996 über Givi gemacht wurden, von Irene Langemann und von Petra Tschörtner. Also da sind einige Ausschnitte daraus und das konnte ich dann auch also gut einbauen in diese Zeitebene. Und dann haben wir uns eben entschlossen, auch noch auf der Gegenwartsebene eben mit Givis Enkel zu drehen hier in Berlin, was eben dann seine Erzählung vom Kapitän Vakusch verkörpert. Und plus, ich habe noch, um eben dieses Georgien auch von damals zu zeigen, das ist, das sind alte Aufnahmen von meinem Vater, der in Georgien war und dort Super 8 gedreht hat. Unglaublich, wusste ich gar nicht. Übrigens ein bisschen gemogelt, nicht nur von Georgien, sondern auch von Aserbaidschan. Haben Sie eine Frage? Vielleicht etwas, das sich eigentlich alle hier fragen. Wenn er denn so so entfremdet war von Georgien, was hat ihn dann dazu geführt, sich wieder in dieses fremde Land zu begeben und dort zu wohnen? Zum Schluss. Ja. Klar, nachdem er Deutschland verlassen hat. Er konnte ja dann zurückkehren nach Berlin.
auch eine sehr komplizierte Geschichte nach 1989 in meinen literarischen Salon dort und hat dann auch dort gelebt, kriegte dann 1994 die deutsche Staatsbürgerschaft durch den Einsatz unter anderem von Wolf Biermann und anderen Intellektuellen. Das war nicht so einfach. Die deutschen Ausländerbehörden, die waren gar nicht der Meinung, dass ein Georgier jetzt plötzlich ja nun Bleiberecht bekommen sollte in Deutschland. Aber als dann seine Bücher erschienen und doch beachtlich waren, dann hat es dann doch geklappt. Und er hat dann in einer eigenen kleinen Wohnung gelebt, hier in Wedding, gleich nach der bösen Brücke, also an der Behmstraße, ein Stückchen rüber, sodass er für mich auch in der Nähe war. Und ich habe ihn also fast jeden Tag besucht und mit ihm zusammen Mittag gegessen. Aber es kam dann ein sehr unglücklicher, ganz blödsinniger Zufall. Er liebte es dann manchmal abends spazieren zu gehen und ging in ein türkisches Café und wollte einen Kaffee trinken und alle anderen Gäste gaben den Kaffee zurück und sagten, hey, der ist verschimmelt, was ist denn damit? Und Givi sagte, ach, ist doch schade um diesen Kaffee und trank ihn und war dann nachts so schlimm krank, dass er dachte, es geht mit ihm zu Ende und ging aber dann am nächsten Tag aus dem Haus, völlig geschwächt und verlor das Bewusstsein, hätte mir auch passieren können. Und dann kam er in ein Krankenhaus und wurde dort, da hat man mit ihm alles gemacht, was man mit einem alten Mann machen kann. Er kriegt auch eine große Tetanusstiftspritze und diese Tetanusspritze in seinen mageren Körper hat ihm dann solche Schmerzen verursacht, die wir uns gar nicht erklären konnten. Ich kam auch gar nicht auf die Idee, dass von der Spritze hätte kommen können, dass dann seine Tochter gesagt hat, alter Mann, komm zurück nach Georgien, muss gepflegt werden. Und so kam er eigentlich gegen seinen Willen wieder zurück nach Georgien. Und er hat das eigentlich immer bereut und ich hätte doch lieber in Deutschland bleiben sollen, denn er wollte eigentlich in Deutschland sterben und nach Deutschland zurückkommen. Aber das hat er dann nicht mehr geschafft, also mit diesen Jahren. So, das ist so ein kleines bisschen auch ein trauriger Touch, also auf den letzten Lebensjahren von Givi Margvelasvili. Er ist da zwar versorgt worden und gepflegt worden, er hatte aber dort fast keinen geistigen Austausch mehr. Also bis auf ganz wenige Leute, die ihn ab und zu besucht haben, hat er dort ganz isoliert gelebt diese letzten Jahre. Und da war er nur nicht so sehr fröhlich und auch nicht so sehr mehr integriert, also in die georgische Gesellschaft, die er dann nur noch von außen verfolgt hat, also auf dem Fernsehschirm. Danke. Ja, gerne. Ich kannte ihn ja nicht so gut wie Ecking kannte, aber ich bin ja sozusagen sein Leser mehr. Und aus der Leseerfahrung, gerade aus diesem Kapitän Wakusch Buch, spricht ja immer von dieser Wartburg. Ne? Die Wartburg ist eben dieser Zustand des Emigranten. Also ich denke, es wäre ihm im Grunde genommen grundsätzlich egal, wo er lebt, weil er im Grunde, ja, seine Heimat gab es nicht. Ne? Also es gab keinen Ort, an dem er sich hätte heimisch fühlen können. Kapitän ist ja auch sozusagen so ein Begriff auch für den Schiff, ne, des Emigranten. Also anders als richtiger Emigrant, der sein Vater war, also Mama Sachlis vom Häuschen, das heißt jeder, der hofft, in die Heimat zurückzukehren und eben diesen virtuellen Begriff der Heimat immerhin hat, hatte Wakusch eben diesen Begriff vom Schiff und Kapitän vom Schiff zu sein. Und mit dem Schiff fährt man durch die ganze Welt. Ja? Also man hat sich entschieden für dieses flottierende Leben. Und ich denke, also wenn man tatsächlich diesen biografischen Bezug zu seinem Leben und zu seinem Text herstellt, hat er sich dafür entschieden und er hat das auch akzeptiert. Ich will jetzt gar nicht diskutieren darüber, also wie glücklich oder wo er glücklich gewesen wäre, aber diese textuelle Passage lässt mich einfach denken, dass der Ort ihm im Grunde genommen auf jeden Fall nicht primär war. Seine Heimat war das Buch. Er hat in den Büchern gelebt, von Kindheit an und bis zum Ende. Und ich war, wenn man seine Bibliothek anschaut, immer erstaunt, wie viel er geschafft hat zu lesen. Er hat sich auch hier in Berlin, da gab es so einen Laden, wo man relativ preiswerte französische und englische Literatur kaufen konnte. Er hatte eine immense französische Literatur, er kannte alle
alles, was auch an neuer und moderner Literatur erschienen war in der Welt, in allen Sprachen, und das las er auch in den Originalsprachen, da sprach er sehr gut Französisch und Englisch. Und ich war also fasziniert, als wir diese Bücher eingepackt haben, wie viele das waren. Also was er alles bewältigt hat, was er aufgenommen hatte. Wobei er natürlich ein Buch anders liest als ein jemand, der normal Seite für Seite blättert und liest. Givi hatte eine solche Fantasie und Intuition. Er konnte bei einem Buch, blätterte an den ersten Seiten ein bisschen, dann an den letzten Seiten ein bisschen, dann nochmal in der Mitte und dann hat er es schon gelesen, so ungefähr. Also Givi war genial, also ein ganz großer Geist. Und ich habe, als ich ihn besuchte, schon nach kurzer Zeit begriffen, dass ich einem ganz großen, einem Jahrhundertautor gegenüber sitze und werde mich jetzt auch die nächste Zeit jetzt mit dem Werk von Givi Makvelashvili beschäftigen, weil ich war jetzt fast ein Jahr lang beschäftigt mit einem Buch, was gerade jetzt im Druck ist, das Buch Fluchtzeiten. Gibt es auch ein großes Kapitel über Givi natürlich. Und danach werde ich jetzt mich mit den ungelesenen Romanen befassen. Und ich denke, die werden sich sehr freuen, diese vielen Buchpersonen, dass da mal wieder ein Leser zu ihnen hineinschaut. Viele sind noch völlig ungelesen. Und ich kann Sie nur auffordern, helfen Sie, diese armen Buchpersonen am Leseleben zu erhalten, indem man sie ab und zu mal so ein kleines bisschen, manchmal reicht ja auch nur schon mit einem Auge, indem man sie ein kleines bisschen liest. Ein schöneres Schlusswort werde ich mir jetzt nicht ausdenken. Ich denke, das war das Beste. Aber wir haben noch einen kleinen Werbeblock, einmal für den Büchertisch vor der Tür. Da gibt es Bücher von Givi zu kaufen. Kerstin, du wolltest noch auf einen anderen Film von dir aufmerksam machen. Ja, ich wollte noch kurz Werbung machen. Mein Film nach diesem Film hier, der ist jetzt auch gerade fertig geworden, über das andere Russland in Berlin, über alternative und oppositionelle russische Immigranten in Berlin. Und der kommt am 15. Dezember um 22.15 Uhr beim RBB, wenn Sie Lust haben, reinzugucken. Das können wir noch mal schreiben. Genau, und für den Kaffee nebendran brauche ich keinen Werbeblock zu machen. Sie sind alle herzlich eingeladen und da können wir noch über Georgien, Givi und die ganze Welt sprechen. Vielen Dank und einen wunderschönen Abend.